Hallo, liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu Rocket League. Ja, ich habe ja gesagt, wir werden jetzt jeden Sonntag ein Rocket League Match, oder nicht nur eins, sondern ein paar sehen, ja. Huch, ranglos, 0 von 10, muss ich denn welche spielen? Ich weiß es nicht. Ist ja auch egal. Ich möchte gerne, achso, Standard, und da möchte ich gerne ein Match suchen. So, da wird gesucht. Ja, ich möchte jeden Sonntag ein Rocket League Video veröffentlichen. Das soll ungefähr so eine halbe Stunde laufen. Aber ich habe da noch nicht so ein richtiges Konzept, muss ich mal sagen. Was ich da mache, werde ich mir noch ausdenken. Ich habe auf jeden Fall schon ein paar Mitspieler gefunden, mit denen ich höchstwahrscheinlich... warum dauert das so lange? Mit denen ich höchstwahrscheinlich... auch mal aufnehmen werde. Oh, ich habe was gefunden. Das ist ja hervorragend. Aber das muss ich noch mal gucken, wie wir da zusammenkommen. Das könnte etwas dauern. Ich bin auch mal sehr gespannt, wie das jetzt hier läuft. Ich habe ein bisschen trainiert seit dem letzten Mal. So könnte man es nennen. Aber schauen wir mal, was das hier wird auf der wilden Fahrt. Los geht die Kiste. Ein bisschen trainiert habe ich. Nein! Ein bisschen trainiert habe ich. Das heißt, ich weiß schon mehr, was ich tue, als beim letzten Mal. Muss man mal so sagen. Und warum ist das ein Tor? Da gucke ich einmal nicht hin und schon ist das ein Tor. Das gibt's doch nicht. Warum? Ach, Robert entschuldigt sich. Ja, das ist okay, das kenne ich. Das passiert mir auch noch ab und an. Ab und an, wenn es mal so wäre. Das ist gut. Jawohl, komm. Ah, schade, schade, schade. Aber wir sind dran, Kollegen. Ja, sieht gut aus. Oh, hat der ein Glück, ey, das gibt's doch nicht. Okay. Hast du? Nein. Ich dachte, er klärt ihn noch. Huch, damit. Wer verlässt denn hier das Match? Das ist ja traurig. Bin ich jetzt nur noch alleine, oder was? Offensichtlich nicht. Hervorragend. Komm. Einer von euch wird doch wohl den Ball klären. Okay, das ist meine Chance. So, Moment. Ah. Der war gar nicht so schlecht. Okay, voll drunter weggesegelt. Aber... Nein! Komm, komm, komm! Nein! Das gibt's doch nicht. Okay. Oh, das ist auch wieder so knapp gewesen. Sieht gut aus, komm! Der muss doch drin sein, ja! Meine Güte. Ich habe mir auch, ich muss sagen, ich habe mir auch schon ein paar Videos angeguckt, wie man es denn am besten machen kann. Ja, denn ich brauche dringend Hilfe. Wie man sieht, dringend, aber... Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen, um das mal so zu nennen. Sehr schön, komm.
Oh, da war, hatte ich das Ding auf dem Fuß, ey. What do I do? Was machen wir alle hier? Ja, sieht gut aus. Traumhaft. Nein, ey, da wird der Ball zu schnell. Das gibt's doch nicht. Ein, was für ein Durcheinander. Ein helles Durcheinander. Aber okay, wir sind wieder dran. Unentschieden. Ein Traum war das, ein Traum. Nicht. Also das sieht ja hier alles wirklich noch katastrophal aus. Aber gut, das wird. So Jungs, ihr geht erstmal nach vorne, ich bleib hinten. Alles klar. Das war knapp, der wäre fast schon wieder drin gewesen. Oh nein, 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 mein Fehler. Ach, das gibt's doch nicht. Da wollte ich von hinten, hier. Da wollte ich mir den Ball eigentlich schnappen. Ich wollte genau das gleiche machen, was er macht. Ich wollte von hinten aufs Tor schießen. Bitter. Jungs, einer muss ihn schon nehmen. Ich zum Beispiel. Boom. Haha. Was für ein furchtbares Tor. Ja. Und alle haben es natürlich weggeklickt, weil so ein billiges Tor wollten sie nicht sehen, aber. Das gibt's doch nicht. Schon wieder am Ball vorbei. Oh, was für ein Solo war das fast. Nein. Ach Mann, ey. Ich dachte, ich wollte ihn klären. Irgendwie noch. Aber Graspiet. Der Graspiet. Wahrscheinlich Graspite. Das macht wahrscheinlich mehr Sinn. Ach Mann, wieso rutsche ich denn da vorbei? Das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Komm, bring die Flanke. Das gibt's nicht. Komm, noch ist der Ball heiß. Nein. Na gut. Piratenhut, ja, den lege ich mal an. Finde ich eigentlich ganz lustig. Mist. Ich war aber auch der Schlechteste. Ich bin bereit, eigentlich. Nächstes Match in 43 Sekunden. Muss das so lange dauern? Wie kann ich eigentlich... hier gab es irgendwie... konnte ich irgendwas... Huch, nö, das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Irgendwas konnte man... man konnte so kleine, ich weiß nicht, was ich sage. Man konnte so kleine Aussprüche, ja, oder so Phrasen konnte man, glaube ich, einfügen. Aber ich weiß nicht, wie das ging. Gleich noch. Buah. Hätte ja gleich schon... Ey, das ist einfach unfassbar. Wie einfach dieses Timing noch nicht passt. So, geklärt, immerhin.
Jawohl! 1:0 und das Tor von mir. Wer hätte das denn gefasst? Ich hatte keinen Boost. Ach, hier habe ich Boost bekriegt. Aber zum Glück waren sie ja alle da hinten. Dann wurde ich noch zerstört, aber ist ja auch egal. Ich habe das Tor gemacht. Komm, die Flanke, bring sie. Ich stehe hier. Ich warte. Tatsache. Ja, man merkt aber, die haben alle noch, wir haben alle noch die gleichen Probleme. Punkto. Komm. Ach. Oh, schade. Ich glaube fast, den hätte ich gut erwischt. Okay, Moment. Ja, sieht gut aus. Da kommt der Pass. Musst du die Flanke kommen? Nö. Das ist doch... Also, was war das denn für ein Tor? Ich dachte schon, hier habe ich ihn sicher. Ja, und dann fahre ich da einfach drunter vorbei. Ey, das ist so schlecht. Das ist so schlecht. Unfassbar. Falsche Richtung, Kollegen. Oh nein, ey. So schnell kann es gehen. Ah, das war ein schöner Schuss von ihm eigentlich. Und dann Pfosten und er macht ihn da irgendwie noch rein. Das ist ja Katastrophe. Naja, gut. Ja, das war mein Tor. Was für eine... Das war voll, ey, volles Dribbling. Guck mal hier. Zack. Überlupft. Ja. Dann kommt der nächste. Hier irgendwie reingestochert und naja, da ist es mein Tor. Ist ja unfassbar. Gibt's ja nicht. Und der erste Ballkontakt. Und du springst drüber weg. Ja. Zumindest... war das nicht so gut. Und nach vorne, Männer. Okay, null Boosty. Null Boosty, das ist ein bisschen ungünstig. Gar nicht schlecht. Gar nicht schlecht, der Ball grad. Ah, dann bin ich vorbeigesegelt. Komm schon. Oh, mein Ding. Oh, nein. Oh. Komm, ich will den Hattrick. Na, auch vorbei. Komm, Jungs, wir haben das Ding relativ... no, ja, komm. Ach, da wollte ich einen Fallrückzieher irgendwie machen. Das war eigentlich ganz gut geklärt, muss ich sagen. War das aber auch
Ist aber auch tricky, ne? Komm schon, komm schon. Das gibt's doch nicht. Komm nach vorne. Pass, pass, pass. Och, kriegt keiner den Ball, ey. Keiner kann ihn auch nur irgendwie nach vorne holzen. Bäh, Nachspielzeit. Ich hatte ja noch die Hoffnung, dass wir den Ball irgendwie drin halten im Match. Aber diese Hoffnung hatte ich exklusiv. Genauso wie... Okay, das war gut geklärt. Das war wichtig. Und ich hab's auch raus, ein bisschen mit dem Boost. Wie man den kriegt. Ja, oh, das ist doch die Chance. No, 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 no. Nein, 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 nein. Ah. Ist das bitter. Ach, und ich segel vorbei, aber das ist trotzdem das Tor. Gut. Fast hätte ich es gemacht, fast hätte ich es gemacht. Ja, guck, fast wäre das mein Siegtreffer gewesen, aber ich fahre vorbei. Ach, dann hätte ich alle drei Tore gemacht. Das wäre eigentlich eine gute Sache gewesen. Aber ich müsste eigentlich der beste Spieler meines Teams gewesen sein. Ja, das ist richtig. Zwei Tore, zwei Schüsse. Boom. Gefällt mir. Von mir aus können wir gerne Revanche spielen. Ich wäre auch bereit. Denn das ist ja jetzt schon Spiel Nummer 3 in dieser Folge. Und man sieht vielleicht, ich bin wirklich schon ein bisschen besser geworden, oder? Kann man das sagen? Wenn ja, schreibt es mal in die Kommentare. Ich würde es gerne mal wissen, ob das so rüberkommt. Aber es muss ja so sein. Ich meine, letztes Mal war das mein erstes Mal. Seitdem habe ich, glaube ich, 4 Stunden schon gespielt. Wenn ich mich nicht täusche. So, nochmal einen Schluck Wasserchen. Wässerchen genommen. Das ist ja traumhaft. So, wie ist das eigentlich? Wenn ich... Ja, wenn ich irgendeinen Trick mache über so einen Booster, dann kriege ich mehr. Mehr Boost. Boom. Ich habe das schon verstanden. Mittlerweile. Muss man mal sehen. Wie das so in Zukunft wird. Was halt echt nicht so einfach ist. Ist die Sache mit dem Timing, ne? Das ist echt nicht so einfach. Und ich weiß nicht, warum wir keine Spieler bekommen. Ah, jetzt haben wir so weit. Jetzt sind wir so weit. Okay, komm. Männer, wir machen das. Meteorblume und Grasspeed. Oder Grasspite. Oder was auch immer. Wir kriegen das schon hin. Jetzt geht's los. 5 Minuten. Wir oder sie, das ist hier die Frage. Keiner kriegt den Ball. Das ist ja ein Traum. Und Grass Peach springt auch vorbei. Okay. Ach, Kollegen. Wir müssen uns schon selber irgendwie helfen.
Boah, fast. Fast. Mein Tor, komm. Mein Tor. Ja, boah. Boah. Aber das war nicht schlecht. Aber Grasspeed, war der überhaupt noch dran? Boah, hier. Doch, er hat ihn reingemacht. Sehr gut. Klasse, Grasspeed. So nenne ich dich einfach mal. Man darf echt nicht zu oft diese Ballkamera anmachen, aber das habe ich mittlerweile schon ganz gut verstanden. Ja! Och, das war doch mein Tor. Schade. Ha, guck mal hier, wie knapp das war. Aber gut, das war nur so ein Anditschen. Und Meteorblume hat ihn dann reingemacht. Wir sind wirklich überlegen, aber das müssten eigentlich zwei Vorlagen sein von mir. Mindestens. Voll der Pressball, hat er voll gestoppt. Na komm. Ach, das war ungünstig. Weil er mich mitten im Verteidigen irgendwie erwischt hat. Nose. Komm, Männer. Klären. Klären den Ball. Ach, schade. Hätte ich ihn fast noch vorbeigelenkt. Aber sollte nicht sein. Ich bin ein bisschen konzentriert gerade, muss ich leider sagen. Weil ich das Ding hier echt super gerne gewinnen würde. Und da müssen wir uns aber noch ein bisschen anstrengen. Und die Bälle treffen. Echt eine Kunst, nicht schneller zu werden als der Ball und schon wieder werde ich zerstört. Gaza for life, was? Komm schon, das ist Motorblume. Zauberei, was ist das denn? Und dann hier auch noch den Ball mit nach vorne genommen, ah. Sehr schön. Gut geklärt. Ah, da ist der Anschlusstreffer. So ein Ärger. Aber gut. Ja, von den Kollegen, ich habe ja mich mit zwei schon unterhalten. Ja. Zwei Zuschauern, die gesagt hätten, ey, ich würde gerne mal mit dir zocken. Boah, fast. Nein, oh, war das knapp. Habt ihr das gesehen? Da würde ich gerne mal hören, ja, was ihr jetzt zu dieser zweiten Aufnahme sagt. Ist das schon besser geworden? Oder nicht? Da ist ein Tor. Das war ein bisschen glücklich, aber gut. Trotzdem, Tor ist Tor. Ja, Tor ist Tor. Ob das schon besser geworden ist. Hier zum Beispiel Clumsy. Ja, Clumsy, was sagst du? Hier, das war natürlich super stümperhaft. Bitte klären. So.
Der war gut. Der war gut. Ah, fast. Ah, das war auch gar nicht so schlecht eigentlich. Da bin ich gut geflogen. Da bin ich gut geflogen, aber... Ach Mann, das ist, gibt's doch nicht. Dieser Gets for Life, ey. Der hat mich hat's auf mich abgesehen. Und aus dafür. Da ist der Sieg. Hervorragend. Schon wieder 100 Punkte gekriegt und ich war wieder bester Spieler des Teams. Hervorragend. 3 Schüsse, 1 Tor, keine Vorlage. Ist ja fies. Keine Vorlage. Nun gut. Ich gehe zum Hauptmenü. Und wir schauen uns mal an, was wir noch so alles Neues haben. Wir haben eine neue Felge. Lowrider. Ja, finde ich jetzt nicht so cool. Ich bleib lieber beim meinen. Was haben wir noch? Neues Cappy. Mariachi-Hut. Nö, finde ich nicht so cool. Und der Zylinder. Ja, der hat was eigentlich. Na, ich nehme mal den Zylinder. Das finde ich ganz cool. So, was haben wir hier? Videogames. Ach, Chivalry. Nö, brauche ich nicht. Und ich lasse nicht anzeigen, dass ich Anfänger bin. Ach doch, eigentlich will ich das anzeigen lassen. Weil ich finde, ich mache das schon gar nicht so schlecht. Ach, man kann auch sehen, wie viele Siege ich jeweils eingefahren habe mit dem Ding. Ist ja interessant. Ja, der X-Devil ist cool. Wir werden uns aber, denke ich, auch nochmal die anderen Karosserien ansehen. Und die Maus hier, das ist ja furchtbar. Warum ist denn die hier? Ja, und das war's auch schon wieder von dieser Folge. Meine Güte, meine Güte. Es kann also sein, dass an den nächsten Sonntagen ich auch mal mit anderen zusammenspiele. Ja, das ist durchaus möglich. Und ich freue mich drauf, denn Rocket League macht mega Spaß und ich hoffe, ihr habt auch eure Freude daran an unserem Rocket League Sunday. Macht's gut und ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.